dieser dunklen Adventszeit erzähle ich Ihnen von einem Licht, das mir persönlich in diese Zeit hineinleuchtet. Jedes Jahr an Weihnachten singen wir in der Familie Weihnachtslieder. Noch immer sitzt mein Vater gern am Klavier und wir alle wissen schon, dass ein Lied neben vielen anderen sicherlich gespielt wird. O du Fröhliche! Es gehört einfach dazu. Als Jugendliche und auch als junge Erwachsene fand ich dieses Lied nicht sehr attraktiv. Auch diese Melodie etwas sentimental und ich war gar nicht so oft in Weihnachtsstimmung, genau dieses Lied dann mitzusingen. Als ich mich überreden ließ, damals war ich schon im Studium, mich näher mit den Hintergründen des Kirchenliedgutes zu beschäftigen, bekam ich plötzlich zu diesem Lied eine besondere Beziehung. Und ich singe es inzwischen wieder gerne. Wie kam es zu meinem Gesinnungswandel? Es hat mich tief beeindruckt, dass dieses Lied nicht einfach so hingeschrieben wurde. Der Liederdichter stammt nicht aus einer wohlbehüteten Familie. Johann Daniel Falk ist 1768 in Danzig geboren. Der Vater ist Perückenmacher und er hält gar nichts von Büchern und Schulbildung. Er nimmt den 10-jährigen Jungen aus der Schule, damit er in der Werkstatt helfen kann. Sponsoren und Familien haben ein Stipendium ermöglicht und dafür gesorgt, dass dieser Junge dennoch zur Schule gehen konnte. Er beginnt nach der Schulzeit mit dem Theologiestudium, doch das bricht er bald ab. Er will Schriftsteller werden. Und dazu gibt es keinen besseren Ort als die Fürsten- und Residenzstadt Weimar. Dort wirkt der Prediger Herder, Goethe und Schiller. Und das Publizieren wird wohl beachtet. Sogar ein Theaterstück versucht der junge Falk zu schreiben, muss aber leider wahrnehmen, dass Gefährte Goethe nicht begeistert war von seinem Schaffen. Doch der ehrgeizige junge Mann will seine Karriere nicht stoppen. Leider war es eine schwierige Zeit, die Zeit in Weimar. Denn 1803 bricht der Napoleonische Krieg über Weimar und Umgebung herein. Für viele Menschen von damals heißt das Zerstörung und Armut. Doch Falk, er legt seinen Griffel nieder und setzt sich ein und hilft Kranken, Armen und Verwundeten in dieser Zeit. Er bekommt sogar für diesen Einsatz später eine Auszeichnung. Doch diese Auszeichnung ist nicht das, was ihn eigentlich bewegt. Er erfährt mitten in den Wirren dieser Zeit und im Einsatz für andere, dass Jesus Christus ihn ganz persönlich ruft. Er erlebt eine Bekehrung und schreibt später: Ich war ein Lump mit tausend anderen Lumpen in der deutschen Literatur, die dachten, wenn sie geschützt und abseits aller Gefahren an ihren Schreibtischen säßen, so sei der Welt geholfen. Und er lernte, indem er für andere in der Not da war, dass er sich und auch sein Leben veränderte. Aus dem Satiriker und Schriftsteller wurde ein praktizierender, sozial engagierter Christ. Er war nicht mehr derselbe. Die Not der Zeit hatte ihn den Schleier von den Augen und von seinem Herzen gerissen und gewiss gemacht, dass da etwas anderes ist als einfach die Angst oder nur das Selbst. Dass es da mehr ist mit dem Christentum als das Repetieren von Geschichten. Er war nun selber Teil dieser Geschichte. Er, der Johann Daniel Falk, war jetzt Jünger Jesu. In seiner Zeit gerufen
und berufen, von dem Licht des Lebens zu zeugen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Später heiratete Falk und durfte auch Vater von 6 Kindern werden. Aber 1813 traf ihn die private Katastrophe. Es zog eine Typhusepidemie durchs Land. Falk und seine Frau verloren innerhalb kurzer Zeit 4 seiner Kinder. Und die überlebende Tochter Rosalie Falk berichtet später in diesem Jahr: Meine Eltern saßen an den Sterbebetten ihrer Lieblinge und im Nebenzimmer sangen die einquartierten Russen in wehmütigen Klagetönen ihre Volkslieder. Falk erkrankt an Nervenfieber und durchleidet eine religiöse Krise. Ist das der liebende Gott, schreibt er. Warum kann Gott das zulassen? Wo ist da noch Sinn zu finden? Nach einer länger währenden Krankheit, seelisch und physische Krise, gehen Falk und seine Frau weiter. Er schreibt: Gott hat mir meine Kinder genommen. Nun werde ich mich anderen Kindern zuwenden. Einfach Kinder, die Hilfe nötig haben. Falk öffnet sein eigenes Haus für Waisen- und Straßenkinder in Weimar und er gründet mit anderen die Gesellschaft der Freunde in der Not. Und mehr als 500 Kinder finden in diesem Haus Aufnahme. 1816, in einem unermüdlichen Kampf um dieses Waisenhaus, dichtete Falk unser bekanntes Weihnachtslied, das eigentlich als aller drei Feiertagslied gedacht war und ursprünglich eine Strophe für Weihnachten, Ostern und Pfingsten enthielt. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, Christenheit. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass dieses Lied mit seiner echten und tiefen Trostquelle auch Sie erreichen kann in dieser Zeit. Seit ich weiß, in welcher Not es entstand, vermag ich, o du Fröhliche, jedes Jahr mit ganzem Herzen zu singen.